Schön, sind Sie dranbleiben. Grüezi miteinander. Meistens erlöschen Sie so schnell wie der Vulkan am Silvesterabend Neujahresvorsätze. Trotz der tiefen Erfolgsquote gehört der gute Vorsatz für viele zum neuen Jahr dazu. Auch für 2013 haben sich die Leute im Top-Sendegebiet wieder viel vorgenommen. Dass die Ziele aber auch eingehalten werden können, braucht es viel Disziplin und einen strikten Plan. Aline Gsell. Aufhören rauchen, gesünder essen oder mehr Sport treiben. Das sind die Klassiker, die zum Jahreswechsel auf der To-Do-Liste von so manchem stehen. So haben sich auch die Frauenfelder, die sich heute zum Neujahresapero im Rathaus getroffen haben, einiges vorgenommen. Leben, leben und ein bisschen mehr lachen und vor allem auch Sport treiben und immer ein bisschen unterwegs sein und nicht alles so gar ernst nehmen. Also sicher gesund essen, viel laufen. Ja. Und eigentlich zufrieden sein. Ja, mit dem, was ich habe. Dass ich ein bisschen mehr Zeit für die Familie habe, dass ich ein bisschen mehr in die Partnerschaft mit meiner Frau investiere. Und die Enkelkinder sollte man auch noch ein bisschen geniessen. Hier am Apero haben die mehreren hundert Frauenfelder, die heute gekommen sind, nebst fröhlichem Zusammensein auch die Möglichkeit, unzwungen mit den Frauenfelder Politiker zu plaudern. Die haben sich für 2013 nichts Spezielles vorgenommen. Nein, ich muss sagen, ich habe mir keine Vorsätze genommen. Das habe ich eigentlich in letzter Zeit nie gemacht und jetzt auch im 13. nicht. Nein, das mache ich eigentlich nicht. Ich nehme mir das ganze Jahr durch immer wieder Sachen vor, aber nicht speziell auf den Jahreswechsel. Nein. Wenn ich ehrlich bin, habe ich wirklich keine Vorsätze genommen. Das Jahr. Irgendwie bin ich gar nicht richtig dazugekommen. Es war ein bisschen hektisch vor der Weihnacht und plötzlich war das neue Jahr da. Und ich weiss auch, dass ich es nicht einhalte. Ich habe auch schon Vorsätze genommen, aber nicht eingehalten. Und genau so geht es vielen. Die gut gemeinten Ziele sind meistens schon wenige Tage nach Silvester vergessen. Dass sich die grossen Sprüche im alten Jahr, aber im neuen nicht nur als heisse Luft erweisen, hat der Mentalcoach Rinaldo Manfredini ein einfaches Erfolgsrezept. Wenn man das verhindern will, dann empfehle ich, dass man Ziel, die man hat, das, was man sich vorgenommen hat, dass man das sich am besten mal aufschreibt. In Ruhe überlegt und vor allem ganz wichtig, dass man sich überlegt, warum dass man das machen will. Also was hat das Ganze für einen Sinn? Weil das wird einem später dabei helfen, dass man sich einhalten kann. Dann ist es wichtig, genau festzulegen, wann und wie diese Vorsätze durchgeführt werden sollen. Und das heisst, die Agenda führen, eintragen, wann habe ich Zeitfenster für das, wann ist mir das wichtig und das wirklich konkret einplanen. Das ohne das, meine ich, geht das nicht. Zum inneren Schweinehund Stirn bieten, braucht es schon im Voraus gute Argumente gegen ihn. Spiel mit dem Teufeli und Engeli. Das Teufeli, das sagt, ach, du bist ein Armer und jetzt magst du nicht mehr. Und es ist alles so schwer und ja, wir können sie ja morgen auch noch anfangen. Und dann ist wichtig, dass dann das Engeli kommt und sagt, um jetzt bei dem Bild bleiben vom Engeli, dass Engeli dann sagt, du hast das vorgenommen. Denk mal, wie sie schon das erreicht hast. Das kannst du jetzt machen und die Belohnung, die du am Schluss hast, das, was du vorgenommen hast, das rausschauen, das entschädigt dich für alles. Gute Vorsätze also schleunigst auf Papier bringen. Wenn das zu aufwendig ist, der kann sich für das neue Jahr auch einfach etwas wünschen. So machen es die Wintertourer da. Viel Geld, gehen reisen, die Welt sehen, einiges erreichen im Studium, Familie, alles Mögliche, was man halt so hat. Also ich wünschte mir schon, dass es auch in unserem Land also gewisse Überlegungen noch gemacht werden, das auch in Bezug auf die Wirtschaft. Vor allem denke ich ein bisschen an die Finanzwirtschaft. Ja, ein Job. Endlich mal wieder. Ich hoffe, wir bleiben alle gesund und das ist mir das Wichtigste. Umso älter man wird, umso wichtiger ist das halt für mich. Gesundheit kann man nicht immer mit beeinflussen, aber mindestens mit dem Einhalten von der guten Vorsätze könnte es mit den Tipps von unserem Experten dieses Jahr ja klappen. Das war es vom Redaktionsteam.